Komm rein, die Tür ist offen. Mensch, Mord, gibt's dich auch noch? Eigentlich bin ich ja schon hier. Oder sprichst du etwa mit der Wand? Naja, ab und an, wenn ich mit dir rede, kommt's mir schon so vor, als wenn man mit der Wand redet. Aber Alter, egal. Was machst du die ganze Zeit? Ich hab dich schon mindestens seit 3 Wochen nicht gesehen. Naja, ich bin noch hier. Aber wenn du genau wissen willst, ich probe mit meiner Schülerband. Wir datteln so ein bisschen rum und texten Texte und Lieder für unser Album. Ach so ist das. Also das nennt ihr also Proben. Du schnarrst also im Takt, Moment. Und Songs schreibt ihr auch? Ich kenne den Titel vom ersten Lied. Die traumatischen Schnarcher. Und der Refrain geht so. Sehr witzig. Aber man muss halt auch mal so kleine künstlerische Pausen machen zwischen solch wichtigen Projekten, mein Bester. Außerdem ist es nicht umsonst eine Schülerband, ey. Die müssen auch mal was lernen und in der Schule. Du kennst doch den Spruch, man lernt fürs Leben. Ach so, nun ist also eine Schülerband. War das nicht nur letzte Woche eine Studentenband? Und selbst wenn, wieso müssen die lernen? Ich weiß ja nicht, was du auf deiner Baumschule gemacht hast. Aber gelernt scheinbar nicht viel. Na, Lego weiß ich, was man in so einer Schule macht. Man tanzt Buchstaben, man isst Bratwurst, man versucht, die mathematische Gleichung auszurechnen. Zum Beispiel, wie viel Senf muss man auf eine Bratwurst und wie viel Löffel brauche ich dafür? Oh Mann, egal. Ja, etwa eine Studentenband. Aber Ingo, Kalle und Matze, die haben letzte Woche beschlossen, zwecks Horizontserweiterung nach Indien zu gehen, um dort für 2 Jahre ihr Auslandssemester zu absolvieren. Wärst du doch mit nach Indien. 2 Jahre vergehen wie im Flug. Ich kenne das noch von damals. Ja, 2 Jahre KIF-Semester auf Jamaika. Ganz groß. Das war äußerst anstrengend, Alter. Da ist nichts im Vergleich zu hier. Aber was anderes. Wir wissen auf die Idee mit den Schülern gekommen. Jenny hat mir auf die Idee gebracht, Alter. Sie meinte, Papa, ey, wenn du nun keine Leute mehr antriffst, die auf der Uni sind und für deine Studentenband begeistern kannst, dann habe ich da noch ein paar Opfer, die könnte ich ja mal anhauen. Ah, sieh an. Die Kleine hilft ja, wo sie kann. Das kenne ich ja gar nicht von der. Großes Kino. Und wo sind nur die Jungs? Lenny, hörst du mir überhaupt zu? Ich hab doch vorhin gesagt, die sind lernen. In den Sommerferien? Ja, Nachhilfe. Hey, da fällt mir direkt ein guter Name für eure Band ein. Mohacho and the Nachhilfesingers. Arschloch. Aber wie gesagt, mein Messer, ey, du warst auch nicht viel besser in der Schule. Also mach dir nicht über die lustig. Die wissen wenigstens, was einmal eins ist. Das weiß doch jedes Kind. 9 natürlich. Mann, du dachtest wohl auch, du kannst den alten Lennart über den Tisch ziehen, reinlegen, in die Irre führen und eine Falle stellen. Nee. Ist schon gut, Lenny, ey. Ich weiß schon, warum ich dich als Freund habe. Das ist gut. Auf jeden Fall nicht wegen deines Intellekts. Hey, wirf hier nicht mit Fremdwörtern rum. Erst die Mega-Rechenaufgabe und nun versuchst du mich mit deinem Französisch aus der Bahn zu werfen. Zum einen ist Intellekt nichts Französisches, sondern ist Lateinisch und wird ausgesprochen Intellectus und bezieht sich übrigens auf die Fähigkeit unter Einsatz deines Denkens, Erkenntnisse und Einsichten zu erlangen, Alter. Der Begriff steht im engen Bezug zu dem der Vernunft und des Verstandes, was bei dir übrigens nicht sonderlich vorhanden scheint. Naja, Mord, da nehmen wir uns beide nicht viel. Aber wenn deine Schüler Bandys nur lernen, was machst du die ganze Zeit? Schlafen, Alter. Wir haben seit letzter Woche 7 Schläfer, also penne ich. 7 Schläfer, das bedeutet doch nur so viel, dass wenn an dem Tag das Wetter so ist, dass es die ganzen 7 Wochen so bleibt, Mann. Und an dem Tag ist Sonne, kaum Regen, also gibt's 7 Wochen lang kaum Regen und viel Sonne. Ach so, wird schon stimmen, aber ich dachte, dass man da 7 Wochen schlafen kann, ohne Probleme mit dem Amt zu bekommen und so. So viel zum Thema Intellekt, Alter. Toll, und ich hab meiner Band freigegeben. 7 Wochen. Und Caro ist ja auch weg mit Jenny. 7 Wochen nach Italien. Oh Mann, und ich ganz alleine in der großen Stadt? Ja komm, dann gehen wir erstmal in die Schenke. Dann schauen wir, was wir so machen können. Was? In den Tundenladen? Am Ende werden wir noch angeschwuchtelt. Ach, Moat, nur weil die da ein bisschen umgebaut haben. Außerdem sollst du doch nicht die Schwuchteln ansprechen, sondern die Studenten. Das soll doch eine Studentenszene-Kneipe werden. Toll, hey, warum verlasse ich eigentlich noch die Uni, ey? Da könnte ich ja gleich den ganzen Tag da bleiben. Hey, gemein, wenn jetzt sogar schon meine Stammkneipe zu einer Uni-Szene-Kneipe verkommt. Na, du verlässt die Uni, weil ihr nun Semesterferien habt. 7 Wochen. In die Schenke? Quatsch, auf keinen Fall. Lieber fahre ich mit dem Auto nach Genua. Oder bin ich dabei, ne? Da komm ich mit. Ach, vergiss es, Alter. Lass uns in die Schenke gehen. Ganz genau.